Tag 2 im Friaul ist angebrochen. Die beiden stehen schon beim Auto. Ich bin gerade erst aus dem Zelt rausgekrochen. Und ja, jetzt werde ich mich beeilen müssen, dass ich da hinterherkomme. Kenne ich schon alles. Das ist unser morgendlicher Ausblick. Nicht viel anders als gestern Abend, muss man allerdings gestehen. Aber schon ziemlich gut. Alles ein bisschen spartanischer als letztes Mal, aber vom Grundprinzip her ist dasselbe in grün. Schmeckt. Müsli. Milch. Ja. Naja, darauf will ich jetzt noch nicht wetten, weil die Zeltchen müssen ja auch noch irgendwann wieder weg. Aber die Zeit, wo wir so wild geschlafen haben ohne Zelt, das war am schnellsten. Ja, das ist klar. Ja. Haben wir jetzt nicht mehr ins Auto gelegt, haben wir gepfiffen und der hier ist gegangen. Das war so unkompliziert. Ja, aber die Zeit hat bis in 20 Sekunden gedauert. Und ihr seid um 4 in der Früh aufgestanden, weil es so ungemütlich war. Wir sind gerade schon gegangen. Das sind ja. Übung. Wir sind ja nicht da zum Wellnessen. Und wann sieht man, wenn die Schierchen dreckig sind, dann werden wir die Milch reinladen und schwarze Flecken drin schwimmen. Tut es aber nicht. Also. Tut es aber nicht. Also wann es war. Mahlzeit. Los geht's, direkt vom Übernachtungsplatz. Boah, schönes Platz. Hat gut gepasst. Ja, heute machen wir eine Ausweichtour, weil das Wetter ja nicht ganz so geil ist, wie es angesagt war. Aber die wird sicher auch gut und vermutlich sogar mit kleinem Bunkereinstieg. Ein bisschen Lost Place wird dabei sein. Geht einmal Richtung Kiew Soforte, Valdonia. Und da haben wir ein bisschen was im Programm. Schauen wir uns das einmal an. Explorer Deluxe. Die Anfahrt führt hier schon mal vorbei an der alten Bahntrasse. Und jetzt gleich drauf, oder? Weit sind wir noch nicht gekommen. Die Straße fahren wir gerade entlang, aber die Aussicht hier ist einfach schon saugeil. Vielleicht haben wir unseren Campingplatz fürs nächste Mal schon gefunden. Jetzt sind wir auf der echten Bahntrasse. Vorher war es eine alte Straße, jetzt Bahntrasse. Moggio Udinese. Hier hat man eben wirklich seine Seelenruhe. Ein paar Rennradfahrer manchmal, aber sonst nichts. Mega, es ist echt super. Die Trasse geht eigentlich von Udine, oder? Nein, bis hier ist noch so eine richtig satte Bahnbrücke. Das Schlimme ist, man kann bis auf den Boden durchschauen. Der Martin wird schon wieder Gumpen scouten für das nächste Mal abfrischen. Und hier kann man eben einfach durchschauen. Das ist ziemlich hoch und deswegen freut sich die Vicky nicht so sehr im Moment. Aber ich denke mir, wenn es Züge aushält, dann wird es uns auch packen. Da vorne sieht man jetzt schon wieder die nächste Brücke. Das ist einfach eine alte Zugstrecke. Man sieht es immer wieder. Er hat gerade noch ein Foto von uns gemacht und dementsprechend können wir jetzt wieder ein Video von ihm machen. Da seht ihr jetzt mal die Brücke von der Nähe. Das ist echt einfach nur cool, dass man auf sowas Radl fahren kann jetzt. Yeah, Poser! Wir stecken mitten im Uphill. Der ist heute schon wieder ein bisschen steiler als wie gestern. Es bleibt steil. Da vorne wird auch schon leicht geschlenkert. Ja. Na, jetzt natürlich nicht mehr. Kaum hören Sie das Kamerasignal, ist alles anders. Wir zapfen gerade Wasser. Mhm. Der Martin liegt hier so ganz. Kannst du dich kurz selber halten? Ich stütze ihn normalerweise hier. Jetzt stütze ihn die Vicky. Und das ist das Wasser da unten. Also es geht sich gerade so aus. Und es ist der Überlauf von so einem Versehen. Wenn man denkt, vorher war es steil, dann kriegt man plötzlich das hier vorgesetzt. Puh! Ganz zufällig und quasi versehentlich führt die Tour direkt am Bunker vorbei. Wo war neu? Ich mache ein Foto, wenn raus schaue. Nein. Steck keinen Kopf durch. Irgendwie ein Grimmiges scheint da drin zu sein. Na! Und es wird auch schon scharf geschossen. Ah! Wir. Ja, so das unscheinend. Wo geschossen wurde, war die Aussicht meistens gut, weil man muss ja irgendwen auch treffen. Dementsprechend ist das von hier oben der Ausblick. Der kann sich schon wieder sehen lassen.
Wow, voll hübsch. Das ist typisch real. Ja. Da ist wahrscheinlich wieder ein Häuschen, wo die Vicky einziehen würde. Unbedingt. Und hier schön mit Maueranker. Hier rauf ist auch schon wieder steil. Flach gibt's hier irgendwie nicht. Ja, das stimmt. So, hier wird schon wieder fleißig getragen. Wie heißt der Gipfel jetzt noch? Mondusel. Schau mal oben mal genauer. Hier rauf zieht sich es irgendwie ein bisschen. Man kann auch das Radl irgendwie nicht schultern, weil es viel zu schmal ist. Da bleibt man dauernd stecken. Und dementsprechend hilft nur Schieben. So, wir stehen jetzt auf diesem Vorgipfel. Wie heißt der jetzt nochmal genau? Ah, ich habe jetzt einen in den Kopf von Mondusel, der Vorgipfel, Kupfel. Wurscht. Und das ist ja dieser Mondusel, oder nicht? Ja, genau. Da steht nur Plan, Dele, Fratte. Ja, und auf jeden Fall. Der Weg schaut noch gut aus. Er wird halt dann irgendwann eingewachsen, wie ich recherchiert habe. Ich habe halt gemeint, der Vorgipfel war viel mit Aussicht, der Aussicht von Anfang an. Sonst haben wir kein Wald mehr. So, da sitzen wir jetzt wie die Händel auf der Stange. Ja. Auf der einzigen Fläche, wo nicht ganz so viele Ameisen sind. Mhm. Aber ist ein Drill. Ja, ja, und checken sind auch genug Momentum. Fein. Daumen nach oben, wer checken auch so gerne mal. Mhm. Ja. Aber die Abfahrt wird ganz gut, haben wir schon gesehen. Weil es ja der, den wir hochgeschoben haben. Ja, sehr gut. Ursprünglich war der Berg ja früher geplant gewesen im Jahr. Vegetationsarme Zeit, aber ein bisschen höher hat sich jetzt doch so. Quarantäne-Geschichte alles verschoben und jetzt war er im Notprogramm. Schaut gut aus, aber lang aufgegangen. Also. Yeah, da haben wir sie doch noch. Wir haben Aussicht gefunden. Diesmal muss man sagen, dank Vicky, weil die hat nämlich nochmal nachgeschaut und nicht so recht locker gelassen. Da präsentieren wir euch die Aussicht. Ja, richtig cool. Sehr. Da hinten ist eine Wehr, da kannst du Skifahren bald. Warte, ist er nicht mehr? Wo? Ganz hinten, wo sie jetzt ringt. Da draußen kannst du noch Skifahren. Und was war das da nochmal, das fette links? Ah. Links? Weiter links? Noch viel weiter links? Ah, Cima della Rossa. Ah ja, da wart ihr genau, oben, da gibt es das Video. Gibt es das Video, der war richtig cool. Also wer gerne Starbreak sehen möchte, dann so unbedingt rauf. Und der, was da aufsteht, ist Pico Peloso, da gibt es auch Adler und Starbreak ohne Ende. Sehr cool. Und Malerese. Da drüben meinst du, könnte man wahrscheinlich auch rauf, das da, wo die Antenne ist. Das vermute ich, wo die Antenne ist, ja. Schaut nach einer Militäranlage aus, weil der Sattel ist militärisch befestigt. Da müsste theoretisch vorne auch was sein. Cool. Ja, cool, oder? Sehr. Bam. 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 When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me. Eine Ruine ist hier auch noch. Die ist sogar in der Karte eingezeichnet. Und da hinten ist das Klo, oder wie? Ja, ich weiß schon. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better. When I look at what I've done, now that we are apart, when I look at what I've won, I've come so far. So much better, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones.
Just a lesson that I've learned, and so it goes. Tables turn in your own.
jetzt fängt es leider an zu regnen. Mist! Ja, bitte. Mitten im Trail ist dann auch plötzlich voll die Aussichtskurve mit Blick auf die Autobahn. Aber das sieht hier auch immer richtig geil aus, finde ich, weil da einfach der tolle Bach drunter ist und das alles so auf Brücken steht. Jawohl, bereit.
Hier kommt man dann raus. Geil, oder? Direkt neben der Straße. I could feel it in my bones. There was something going on. That shade of doubt hanging around. But oh. Cause darling, there is nothing right. Sind wir hier. Und hier bedeutet genau hier. Jetzt geht's einmal ins Wasser rein. Ja. Das kommt gar nicht so rüber, wie es in echt ist. Ach, das ist wirklich gigantisch. Martin, riechst du schon was? Was? Irgendwas riechst du? Ah, Kaffee. Und irgendwas Aroma ist im Bauch noch. Na, dann lieber Cappuccino. Immer da, diesmal kein Local Dealer, aber Local Friendly. Ja, doch, für mich ist es ja, für uns, wir sind ja da stark und wir haben damals die Videodreh gehabt für Alpe Adria Radweg. Also, falls es jemand noch nicht gesehen hat, Alpe Adria Ecke. Und jeden Samstag um 6 Uhr nachts haben wir Autogrammstunde. Ja, also für alle, die das nicht wissen, da wurde eine Doku gedreht und Martin und Vicky waren ganz zufällig im Hintergrund, nur ganz kurz zu sehen, aber uns haben sämtliche Leute angeschrieben, dass sie da entdeckt haben, was echt witzig ja, ist. Total schräg, ja. Das war echt lustig, ja. Cusa Forte ist aber ein Stopp wert. Man kennt sogar E-Bikes laden zwischendrin, ist richtig cool. Und ja, sägt sich sehr, braucht nichts mehr dazu sagen. Ja, ja. Kuchen. Jetzt ist er da, der Kuchen. Und eigentlich irgendwie doch schon fast wieder weg. Ja. Stockkrimmer. Hier wird gerade nochmal fotografiert. Kein Wunder, bei der Bachfarbe. Die ist echt geil. Die kann sich durchaus sehen lassen. Karibik-Feeling in Italia für die Arme. Das ist jetzt wieder der Rückweg auf der Bahntrasse. Ist aber echt einfach eine super Radelroute, weg vom Verkehr. Perfekt. Ich habe gerade noch mal fotografiert. Die Sonne eben genutzt, weil die recht cool steht. Arrivo, jetzt geht's zum Essen. Unser Essen. Und da wird gerade über zwei perfekte Tage verhandelt, die wir jetzt hatten. Unser Essen hat noch ein bisschen an Zuwachs gewonnen. Und der Kampf ums Essen ist auch schon eröffnet. Ich werde gerade noch gelaust nach unserer Zeckenrunde. Die Vicky ist schon verschwunden. Der Martin ist auch hergerichtet für einen weiteren Sprung in den Bach. Für mich endet das Abenteuer heute leider schon. Morgen ist Montag, da geht es ab ins Büro. Das hilft ja alles nichts. Die beiden hängen noch einen Tag dran. Mal schauen, ob sie euch nochmal mitnehmen. Falls nicht im Video, dann zumindest auf jeden Fall in den Instagram-Stories. Da ist die Vicky ganz fleißig.
Und ja, ansonsten hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Hoffen wir, die beiden werden nicht aufgegessen von Stechmücken, weil dann gibt es nämlich gar kein Video. Aber wird schon alles passen. Genau, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Kanal. Und ansonsten bleibt uns treu. Wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Aufruf. Und halten uns die Daumen, dass die Explorer-Touren immer so gut funktionieren wie jetzt die zwei. Stimmt. Das war wirklich Hammer. Also normale Explorer-Touren, die können gut gehen, aber gehen so zwei Drittel meistens nicht gut. Aber die zwei Tage sind wirklich so gut gelaufen. Tadellos, ja. Ja, und hier sind gerade zwei komische Männer mit iPads in der Hand. Und die suchen am WLAN. Schaut wirklich so aus. Nicht länger hier. Vielleicht machen die Pokémon-Searching. Das war geil. Ja, genau. Halten wir euch nicht länger hin. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Tschüss.